So, okidoki. Ja. Wir Folge 12 erstmal. Ich habe mich entschieden, wir gehen jetzt heute noch mal kurz auf die Suche nach einmal Wolle, genau, zum Bett bauen. Ansonsten habe ich mir jetzt ein Großprojekt vorgestellt, vorgeplant, vorge. Ne? Und zwar hatten wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, hatte ich ja mal ganz kurz so angesprochen, so mit Bahn bauen, ne? Und genau das habe ich nämlich jetzt vor. Allerdings nicht unterirdisch, sondern als Brücke. Wir haben ja bereits ein vorhandenes Bahnnetz in der am Spawn Point. Und genau da möchte ich anknüpfen. Anknüpfen. Ein Schaf! Yes. Geil! So, wir können unser Bett bauen. Dazu nehmen wir unsere Blumen in die Hand und die Wolle in die andere Hand. Und dann klatschen wir alles auf den Tisch. Dann einmal Mayo und Senf drauf und fertig ist der Eiersalat. Dankeschön. Was mache ich hier gerade? Oh Gott. Ja. So baut man sich auch definitiv ein Bett. Das wird funktionieren as fuck. Nein, bitte einmal so und jetzt so und danke. Das kommt jetzt dahin. Das kommt zurück und wir haben kein Holz. Wir haben eiskalt kein Holz. Wo ist mein Holz? Holz! Da, danke schön. So. Danke, ne, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Perfekt. Wir haben ein Bett. Hallo? Nein, bitte. Was zur Hölle ist denn? Du Arsch. So, Bett haben wir. Ja, Rest kann eigentlich hier bleiben. Du kannst da rein. Wo haben wir mein Stroh? Da. Du kommst nach da. Wir brauchen Holz. Ganz viel Holz für unser Bahnprojekt. Wir müssen Holz schlagen gehen. Der liegt im in der Wand drin? Was? Ich bin der neue. Also. Der steht im Hotel rum, der liegt in der Wand drin. Ah, ich denke, er hat ein Glitch-Problem. Ich hole ihn mal raus. Teleport. So, das hier ist der Spawn-Point. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Typ überhaupt heißt. Der hat so einen ganz glücklichen Namen. Ich mache mal ganz kurz Status, dann sicher alle Namen. Status. So. Jetzt wird's witzig. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. QWE 5D. Wer kommt auf so einen Namen? 7, 4, 6, F. Ja. Na du? Okay, machen wir anders. Der ist tot. Gut, machen wir mal ein bisschen anders. Ich schmeiße mal ganz kurz raus. Geht das mit dem Kickbefehl? Kickbefehl müsste einmalig sein, oder? Ich guck mal lieber erstmal nach. Player. Ja gut, steht aber nicht für viel lange. Weil BAM ist ja dauerhaft, aber Kick ist ja einfach nur einmalig. Oder bin ich unsichtbar? Nein. Ich hole sie mal ganz kurz zu mir. Rennt wieder weg.
sieht jetzt gerade aus hier? Wir beide trauern einfach über den Typen, weil er jetzt einfach da liegt. Das ist der neue. Ja, ist mal erstmal was. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem? Also komm, mach mal. So, tun wir also. Dann, ja. Nein, halt. Zumindest erstickt er dann nicht. 6F und jetzt. Ach so. Bam. Gut, jetzt ist er weg. Jetzt hoffe ich mal, das funktioniert so. Warnungen. Gott, ich muss mal schreiben üben. Oh. Und es regnet. So, wir wissen jetzt, ich habe mein Boot nicht mitgenommen, oder? Doch, habe ich. Gut. Nein! Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Da. Bam, bam. Was? Bitte, was? Was ist hier passiert? Was ist... Nein! Hä? Oh. Ja, wow. Es wow, also, wow. Ach, leck mich. Mach ich mal später. Kiste geht nicht auf, Tür nicht zu. Schalt langsam. Oha. Was hab ich denn hier? Oh! Ja, so sieht's aus, wenn man... Auf. Nein, was will ich jetzt machen? Das hier. Nicht deaktiviert. So, dann schwimmen wir wieder zu unser Haus. Ich kenne gerade die Koordinaten nicht auswendig. Und ich will auch nicht gucken, was die Koordinaten sind, weil, ja, denn. Apropos, können wir eigentlich mal komplett deaktivieren hier. So. Ist ja nächstes Mal leider wieder aktiv. Eigentlich können wir. Kann ich ja eigentlich auch für das Let's Play mein Let's Play. Mein Test benutzen, wo das dauerhaft deaktiviert ist. Wäre eigentlich mal sinnvoll, weil jetzt spiele ich gerade über meine normale Mein Test-Installation und das ist halt aktiv. Weil es halt Standard bei Debian. Aber eben, wir hatten ja für das alte Let's Play, hatte ich ja extra eine Installation vorbereitet, also mittels Home Directory Changing, wo das dann halt deaktiviert ist und genau das sollte ich.
Ja, zur Not. Wenn der Regen wirklich so eine Probleme macht, dann muss ich den wirklich mal vielleicht deaktivieren komplett. Nur ist halt auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, lelele, was ist denn hier los? Oh, okay. Ohne Wetter ist halt ein bisschen blöd, aber wenn das Wetter so Probleme verursacht, ist halt richtig scheiße. Die nette Dame hat von mir die Rechte bekommen, also hier mittels Rechtezuweisung habe ich hier praktisch das Wettermanager-Privileg gegeben. Damit können Sie auch das Wetter verändern. Na, wer sich auf meinem Server ordentlich verhält, kriegt auch extra Rechte. So ist es ja nun nicht. Ich bin ja nun nicht geizig. Kriegen aber wirklich nur die Leute, die sich auf meinem Server ordentlich anstellen. Und das sind bisher nur wenige gewesen, von denen ich weiß, vor allem die halt auch häufig on sind. So, Schiff haben wir wieder. Noch ein Schaf. Klar, jetzt wo wir keine Schafe mehr brauchen, wisst ihr? Jetzt kommen die hier angerannt wie die kleinen. Also, das ist wieder. Hallo, ich will hier raus. Danke. Das ist wieder typisch, ja? Die Schafe sind echt scharf drauf, cool zu werden. Wenn ich nur Kohle brate oder Steine, stört mich ja eh nicht. Achso, ja, genau. Unser Haus. Und dann würde ich mal sagen, baue ich mir mal eine Spitzhacke. Und dann geht's los mit Bäume fällen. Wir haben jetzt ein bisschen Eisen und ein bisschen alles. Erst ein bisschen entrüppeln. Entrüppeln. Ach, wisst ihr was? Komm hier. Das geht eigentlich so. Da muss ich nicht entrümpeln. Das Zeug kann raus vielleicht. Das hier kann okay, auch raus. Ja komm, da haben wir jetzt zwei davon. So, da brauchen wir Eisen. Wir brauchen Eisen und Stöcker. Na gut, Stöcker, dazu bräuchten wir erstmal Holz, ne? Haben wir, ach doch, haben wir ja noch ein bisschen. Gut, vor allem brauchen wir Eisen. Nee, oder? Ach nee, oder? Ich habe jetzt mein gesamtes Eisen in die Enderchest gepackt. Nee, das kann ich sagen. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man eigentlich so dumm sein wie ich? Wie kann man so behindert sein wie ich? Nee, ne? Fuck. Tja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Holen wir uns hier schnell neues Eisen oder gehen wir den ganzen Weg zurück? Ah, kein Bock mehr. Wir haben auch kaum noch Fackeln. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Oh, schwer, ich will nicht mehr. Hab keinen Bock mehr, ich höre auch mit dem Let's Play. Ich gehe nach Hause und deck mich zu an dem Feierabend hier. Geht ja schon schnell runter. Hilfe! Eisen, gibt's hier Eisen? Hallo, Eisen? Oh, hier ist ein Loch. Ah, oh, hier ist ein Durchgang. Ha, ist ja süß. Eisen, wir brauchen Eisen. Leute, Eisen. Wow, wow. Wow, wie geht's da runter? Oha. Ja, Eisen! Das war dumm. Das war richtig dumm. Dankeschön. Danke. Jawohl. Ich werde sterben. Oh. Digga. Hier ist ja richtig Eisen. Was? Bitte verschone mich. Ich habe nichts getan. Das mit deinem. Mit deiner Geldbörse, das war nicht ich.
wollte mir nur ein Fuffi von dir leihen. So, wir haben genug Eisen. 6 Mal, reicht genau für 2 Äxte. Und dann heißt es erstmal eine ganze Menge Holz hacken gehen. Ich hoffe mal, dafür reichen 2 Äxte aus. Zur Not können wir dann später doch nochmal zur Ender Chest gehen und dann nochmal Eisen rausholen. Da habe ich echt mein gesamtes Eisen reingepackt. Ich bin doch so ein Vollhonk. Ganz ehrlich. Oh Mann, Alter, jetzt habe ich wieder Eisenschmelzen hier. Ich will sterben. Ich will sterben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich eigentlich? Na komm, mach eine. Mach eine. Gut, währenddessen kann ich schon mal das und das und das und danke. Ich will sterben. Ah, die ist auch fast tot. Brauchen wir zum Brücken bauen? Zum Glück nicht. Finde ich ganz nice. Allerdings müssen wir uns da auch mal bald wieder Gedanken machen. Zur Not, wie gesagt, die Eisenhacke brauchen wir eigentlich nur für so spezielle Sachen wie halt Diamanten oder Gold. Von daher, wenn die von Geist aufgibt, ist das nicht ganz so schlimm. Vielleicht sollte ich die aber doch mal aufheben, zumindest. Und jetzt erstmal gleich eine. Ach was, nee. Nee, nee, komm. Mit Steinwerkzeugen fangen wir nicht nochmal an. Als Notlösung okay, aber nicht hier zum permanenten Bernieren. Wo was denn jetzt kommt denn der Kack hier ran? Sollte noch genau reichen. So, okidoki. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 1, bumm. Nummer 1 und Nummer 2. Dankeschön. So, die restliche Gedöns kommt alles nochmal hier rein. Braucht keine Sau. Das Schiffchen kann auch mal hier in die Kiste. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Du auch. Habe ich nicht gerade Stecker hingepackt? Nein, habe ich nicht. Oh, wir haben eine. Ah ja, doch, ja, genau. Eine Metallschippe haben wir uns ja vorhin gebaut. So, dann haben wir noch ein bisschen Nahrung haben wir dabei. Du kommst mal runter. So. Okay. Auf geht's. Ist das hier Dschungel? Ich muss mal kurz gucken, das ist Dschungel, ne? Die faule Tür. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche Dschungel. Obwohl, eigentlich können wir auch normale Bäume benutzen. Eben, für die Brücke ist ja egal, was wir benutzen. Komm, einfach hier, einfach ab. Jawohl, 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 jawohl. Sag mal. Hackt's bei dir? Ich brauch Sand. Was das? Ja, das war's. Okay, sehr schön. Gut. Baum Nummer 1 gefällt. Wenn wir eins richtig viel brauchen werden. Oh, ein Apfel! Leute, Alter, wie viele Samen wir bekommen, ist ja nice. Digga, 50 von einem Baum. Wollt ihr mich verarschen? Okay, gut. Auch ein relativ großer Baum, aber trotzdem ist ja
Wow. Nicht schlecht. Gott, haben wir hier viele Bäume. Jagen die mal alle ab. Kann er nicht schaden. So, schon wieder so ein großer Baum. Man muss mal gucken, wie überall die Bäumenstämme sind. Oh Gott, Alter, das wird hier auch ganz schön großer Baum. Danke für die Blumen und noch ein paar. Sehr schön. Haben wir jetzt noch Holz drin? Ja, da ist noch Holz drin. Wo komme ich ein bisschen ran? So komme ich ein bisschen ran. Ja. So, kommst du mal her? Da ist eine ganze Menge Holz drin. Ja doch. Dachte schon ja. Achso, hier sind auch schon wieder mehrere Bäume. Oh Gott. Na komm, danke. So, ist er noch auf Holz? Na, sieht nicht so aus. Ja, der Baum fällt auseinander.
Scheint schon, als hätten wir es geschafft. Ja, die restlichen sind alles. Ach, die ist auch noch so ein großer Baum. Oh, hier ist natürlich einer. Wow, natürlich. Sehr schön. Sieht der richtig scheiße aus. So. Kann der Baum auch langsam ab. Fallen. Abblühen. So. Hier sieht es soweit erstmal gut aus. Natürlich klar, dass wir so ein paar Blätter hier extra Wurst brauchen. Perfekt. Gut. Okay. Dann haben wir wieder ein paar Holzdinger. Und dann würde ich mal sagen, sollte das auch erstmal reichen. Wir haben 64, 120, 48, 150. Ja, 150 könnte reichen. Wir haben 80 Samen bekommen. Fast halb so viel wie Holz. Das kannst du dir keinem erzählen. Kannst du ja nicht. Okay. Gut, dann haben wir. Oh. So sieht es auch schon prickelnd aus. Schön scheiße und so. Komm, mach ich mal hier ab. Sieht doch scheiße aus. Das ist halt immer das Problem, wenn man nicht alle Bäume wegmacht, sondern nur ein paar, denn sind halt. Wie gesagt, die Blätter gehen immer dann weg, wenn kein Holz mehr in der Nähe ist. Und wenn, wenn man einen Baum fällt und das ganze Holz praktisch damit klaut, dann ist ja kein Holz mehr in der Nähe. Wenn man aber einen Baum stehen lässt, dann ist ja wieder Holz in der Nähe und damit, ja, funktioniert das denn nicht mehr. Deswegen muss man halt entweder die Blätter immer manuell wegmachen oder halt mehrere Bäume, also idealerweise alle Bäume, die irgendwie zusammenhängend sind, mit einmal fällen. Wir können übrigens noch, ja komm, ist ja die letzte Folge für heute, können wir noch ein bisschen extra Arbeit hier machen und ein bisschen noch mal ein paar neue Bäume pflanzen hier gleich. Was? Oh. Oh. Egal. So, da brauchen die eigentlich nicht beieinander stehen, aber ganz ehrlich. Nein. Wenn sie es tun, ist auch nicht so schlimm. Richtig schön Waldfläche erzeugen hier. Ne? Oh, da war noch was. Nice. Oh, mal schön die Kuhle hier zu bauen. So, machen wir noch direkt neben meinem Gebäude noch ein paar Bäume hin.
So, könnten wir noch ein paar Bäume entsetzen? Am besten hier unten mal. Dann werden die beiden Bäume vielleicht miteinander verbunden. Das wirkt dann authentischer. Stack 1 ist schon mal leer. Oh, die ersten Bäume kommen langsam alle schon. Ja gut, würde mal sagen, das reicht eigentlich. Oder ist da irgendwo eine Lücke entstanden, die geschlossen werden sollte? Oh ne, eigentlich geht das alles. Haha, ein schöner Eingang denn. Umgeben von Blättern. Oh doch, das wird geil. Ah, hier oben ist noch ein bisschen kahl. Gut, dann machen wir hier noch ein paar hin. Kommt ja noch einer hin, so. Oh, perfekt. Das war's auch schon. Nice. Okay, gefällt mir. Aha, perfekt. Jawohl. Haha, richtig schön hier als Eingang. So möchte ich das haben. Geil. Gut. Das ist dann auch der krönende, quasi grüne Abschluss. Da würde ich mal sagen, boah, ich habe 8 Folgen Doom aufgenommen, 4 Folgen Mindclone, dann habe ich insgesamt wieder 10, 12 Folgen. Das reicht genau für eine Woche. Weil ich mache immer, nach jeder Aufnahmesession mache ich praktisch immer einen Lehrtag. Das heißt also 12 Folgen, 2 Folgen pro Tag. Sind ja diesmal allesamt relativ lange Folgen geworden. Bei Doom sind es relativ lange Folgen geworden, einfach weil riesen Maps. Und jetzt hier bei meinem Klon mache ich halt so immer Halbstunden Folgen. Von daher reichen da 2 am Tag aus. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Dann habe ich wieder für eine gesamte Woche vorgesorgt. Ansonsten mal gucken, vielleicht habe ich heute Abend auch nochmal Lust. Oder vielleicht morgen. Mal gucken. Ja, dann sag ich mal kurz. So, ja, ansonsten haben wir irgendwas im Ofen? Nein. Wir haben halt. Boah. Gucken wir mal noch, was wir noch so bei uns tragen, damit sie keiner klaut. Das hier zum Beispiel, das tragen wir bei uns. Oh, wer hat hier noch einen? Na gut. Dann. Ja, ja, wir haben auch noch einen. Lol. So, ansonsten, der Rest kann eigentlich alles da drin sein. Schreibt mal bei. In dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V.